Kapitel 2 Wunden. Montag, 12. November 2007, Vormittag. Dann wieder frisch ans Werk, vielleicht gibt's hier von Alfred noch was, Mr. Flynn. Mr. Flynn? Sir. Ja, tatsächlich. Es gab da ein kleines Malheur in meinem Zimmer. Ich verstehe vollkommen, Sir. Der Zimmerservice wird das Bett neu beziehen. Nein, das ist es nicht. Ich habe den Anrufbeantworter beschädigt. Ich fürchte, er ist kaputt. So etwas kommt vor. Diese Geräte fallen schnell. Sie sind eben leicht. Eigentlich ist er in den Spiegel gefallen. In den Schrankspiegel, Sir? Ja. Es sind gut 3 Meter vom Tisch zum Spiegel. Sie müssen sehr unglücklich gestolpert sein. Oh ja. Ja. Nun ja. Sie selbst sind aber unverletzt, Sir? Ja, alles bestens, danke. Das freut mich. Nichts Ernstes passiert also. Ich werde die Sachen austauschen lassen, kein Problem. Das ist wirklich nett von Ihnen. Tut mir leid, dass ich solche Umstände mache. Abbrechen? Ach so, ich denke mal, das ist eine Auswahlmöglichkeit, wenn ich das da drüben sehe. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Gut. Ach, ich mag ihn. Mr. Flynn ist nett. Was ist jetzt los? Ach nee. Halt die Klappe und verpiss dich. Ich geh besser noch mal kurz rein. Nee, bleib draußen. Hau ihm aufs Maul, der ist eh besoffen. Ich will raus. Los, verprügel den Sack. Ah, das ist ja schon wieder weg. Ist ja langweilig. Ist auch nicht vor der Bar. Schade. Die werden wohl erst heute Abend öffnen. Gut. Vielleicht können wir einen Spaziergang im Park machen. Hier können wir auch immer bloß noch beobachten. Jetzt nicht. Ich habe was anderes zu tun. Ach Mensch, hab dich doch nicht so. Vielleicht lenkt dich das ein bisschen ab von deinen trüben Gedanken. Gut, dann machen wir wieder rüber nach Staten Island. Fernglas! Haben wir noch gar nicht gesehen. Okay. Ach so. Tja, Moment, wie geht das? So, jetzt vielleicht. Aha. Erst reinwerfen, dann durchgucken. Macht eigentlich Sinn. Ist das eine Waschküche da draußen? Man kann so gut wie nichts erkennen. Rechts haben wir eine Insel. Das könnte Staten Island sein. Ja, ansonsten sieht man eigentlich nichts. Ist aber auch blöd ausgerichtet, das Ding. Muss ich mal so zugeben. Na gut. Dann würde ich sagen... Machen wir wieder rüber auf die Insel. Der Typ. Gut, dass ich Sie treffe. Der steht ja immer noch hier. Guten Morgen. Ich wollte nur kurz fragen, wie die Nacht war. War alles in Ordnung? Nein, das würde ich nicht sagen. Wieso? Was ist passiert? Das können Sie mit Dr. Young besprechen. Ich habe jetzt Feierabend. Gab es Probleme? Ach Mrs. Mensch. Fairbanks, was war denn los? Warten Sie doch bitte. Mrs. Fairbanks. Dass die aber auch immer alle so blöd sein müssen. Und der Typ hier unten, der muss echt 24 Stunden am Tag arbeiten, wie es scheint, und steht dort immer rum. So, Doktor, dann erzähl mal, was hier passiert ist. Interessiert mich ja schon. Dr. Young, bitte. Und weh, du kommst jetzt wieder mit irgendeinem blöden Beleidigungskram an. Dann hau ich aber zu langsam. Guten Morgen. Guten Morgen. Hatten Sie eine angenehme Nacht? Danke. Nun, Tamaras Nacht war nicht so angenehm wie Ihre.
Wir haben versucht, Sie anzurufen. Was? Wann war das? Gegen 2. In Ihrem Zimmer waren Sie nicht zu erreichen. Es war nicht einmal der Anrufbeantworter des Hotels dran. Verflixt, ja. Tut mir leid, mein Telefon im Hotel ist kaputt gegangen. Rufen Sie mich lieber auf dem PDA an. Was gab es denn? Tamara wurde von einem unserer, ihrer Patienten angegriffen. Von welchem? Zelle 5. Er hat sie beinahe erwürgt. Ach. Toll. Um Gottes Willen, was haben Sie unternommen? Nichts weiter. Ich habe ihr Anweisung, keine Medikation ohne ihre Zustimmung zu erteilen. Tamara kann von Glück sagen, dass ich gerade noch einmal im Büro war, um Akten zu holen. Jetzt quatsch nicht so lang, meine Frames brechen zusammen. Sie hätte zu Tode kommen können. Meine Güte. Jetzt wird mir auch klar, warum sie so kurz angebunden war. Sie ist außer sich. Ich muss darauf bestehen, dass wir die Medikation bei Bedarf fortsetzen können, Mr. McNamara. Wir werden für Ihre Methoden nicht unsere Haut aufs Spiel setzen. Wir sprechen noch darüber. Wie geht es Nummer 5 jetzt? Sie können gern selbst nachsehen. Bei mir brechen gerade tierisch die Frames zusammen. Tut mir leid, wenn das jetzt total geruckelt war, aber ich war zwischendurch bloß so bei 2-4 Frames pro Sekunde. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich habe keine Ahnung, was mein Computer gerade hat. Weil das Spiel ja eigentlich überhaupt nichts an Ressourcen frisst und eigentlich auch ganz stabil bei 30 Frames steht, worauf ich es gelockt habe. Also, keine Ahnung, was der hier will, aber ich hoffe mal, jetzt scheint es sich wieder gefangen zu haben. Und wir gucken uns mal die Patienten an. Mal sehen, wie die so aussehen jetzt. Erstmal mit denen anfangen, die mental ganz gut dabei sind. Oh, das sieht wirklich gut aus. Hypnotisieren wir ihn mal. Du musst es auch vor... irgendwie Zugang zu ihm bekommen. Es würde schon mal helfen, wenn du es vor die Augen hältst, denn da unten bringt das überhaupt nichts. Na gut, dann schauen wir mal bei den anderen weiter. Ich würde auch ganz gerne erstmal die Möglichkeit anzusprechen haben und nicht gleich immer hypnotisieren, weil das ist ja schon ein bisschen sinnlos, ne? Zelle 2. Die liegt immer noch rum hier. Und da scheint sich auch nichts zu tun. Ich lasse sie besser erstmal in Ruhe. Okay. Ich habe irgendwie so ein bisschen Skrupel davor, in Zelle 5 zu gehen, muss ich sagen. Tja, ab und zu sollte man auch mal gucken, wie viel Platz noch auf der Platte ist. Da habe ich doch tatsächlich meine gesamte Platte vollgekriegt und musste jetzt erstmal eine Stunde lang warten, bis ich meine ganzen Let's Play-Daten von Vindictus und meiner Aufnahmesession, meinen Aufnahmesessions aus Overclocked auf meine externe gezogen hatte, was dann 150 GB waren, weil das Ganze noch unkomprimiert da drauf lag. Und ja, das hat dann jetzt halt so lange gedauert und jetzt kann ich endlich weitermachen. Jetzt erstmal wieder genug Platz. Das kann auch erklären, warum es vorhin so langsam ging, weil einfach die Platte so voll war, dass das Ganze dann eben etwas länger gedauert hat. So, schauen wir mal in Zelle 3. Mal sehen, ob ich in Zelle 1 Glück habe. Ich will Zelle 3 ansehen. Mal sehen, ob ich in Zelle 1 Glück habe. Ach, du bist doof. Dann Zelle 4. Warum kann ich nicht in Zelle 3? Das verstehe ich nicht. Egal. Aber die wird bestimmt immer noch apathisch sein. Kleine ist völlig abwesend. Sie braucht noch Ruhe, denke ich. Ist ja mal was ganz Neues. Verdammt, wenn in Zelle 1 nichts Neues ist, wir in Zelle 4 nicht reinkommen und Zelle 2 auch, wir in Zelle 3 nicht reinkommen und Zelle 2 auch nichts Neues hat, dann bleibt eigentlich nur erstmal durch die Luke. Na toll. Steht der Typ eigentlich Tag und Nacht immer so vor der Tür und wartet drauf, dass jemand reinkommt? Wenn mir das so gesagt wird, dann gehe ich dann doch lieber nochmal in Zelle 1. Ich mag nicht zu dem Typen gehen. Ich kann hier aber bloß hypnotisieren und das bringt mir nichts.
wir vielleicht noch irgendwas? Nö, wir haben ja bloß den Schlüssel, die Akten. Tja. Das ist natürlich ein bisschen doof, wa? Vielleicht probieren wir es doch nochmal mit dem Hypnotisieren, aber eigentlich dürfte es nichts bringen. Nee. Ich muss irgendwie Zugang zu ihm bekommen. Das ist richtig. Tja. Das heißt dann wohl Zelle 5. Ich mag nicht. Wir können nochmal kurz gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie den Tisch mit einbauen können. Nein. Hätte ja sein können. Aber warum komme ich nicht in Zelle 4? Das verstehe ich nicht. In alle anderen Zellen kann ich reingucken. Ja, Zelle 3 meine ich. Dann gucken wir zumindest mal durch die Luke. Sitzt da wie immer. Okay. Aber rein komme ich immer noch nicht, oder? Mal sehen, ob ich in Zelle 1 Glück habe. Ach Mensch. Na gut, machen wir es. Der geht sogar rein. Oh oh. Hey, oh, ganz oh. Ruhig, mein Junge. Ich wollte... Ich bring dich um. Oh, warte, oh. Beruhige dich. Oh. Jetzt. Ach du liebe Güte. Ach, er hat's wieder rausgeschafft. Okay. War das jetzt, weil ich den Pieper noch gedrückt habe? Ich habe keine Ahnung. Hätte der ihn ansonsten jetzt erwürgt? Gut, dann gehen wir mal hier ins Cockpit. Vielleicht hat der Doc noch irgendwas. Der Nervsack-Doc. Dr. Young, bitte. Nee, bis später. Nicht. Können wir vielleicht selbst ein bisschen mit den Medikamenten hier machen? Abgeschlossen. So eine Überraschung. Irgendwas anderes noch? War ja gerade was? Nee. Halt. Ach so, das ist bloß, dass wir da hingucken können. Ja, ansonsten scheint es ja nicht viel zu geben. Ach ja, das Radio. Ach, verdammt. Ach nee, da bin ich ja gar nicht reingekommen vorhin, als er nicht da war. Das könnte ich gebrauchen. Ein Radio. Damit kann man die bestimmt aus ihrer Apathie erwecken. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, aber das ist Tamaras Radio. Ach, das Mann. Lassen Sie bitte, wo es ist. Jetzt verflixt. Leck mich doch, ey. Du bist zu nichts nütze und dann meckerst du nur rum, wenn man irgendwas mal benutzen will, um die zu therapieren. Es wäre gut, wenn ich da drin einen Moment allein wäre. Ja. Bloß wie ist die Frage? Die anderen Räume scheinen scheißegal hier hinten zu sein. Gut, abgeschlossen. Ach. Können wir vielleicht den Pager bitten? Nicht hier drin, ich gehe lieber vor die Tür. Ach so. Nicht die feine Art, aber wie es aussieht, ist das der einzige Weg. Was ist denn da los? Mensch, und ich bin direkt drauf gekommen. Ich bin begeistert. Ich hätte mich ja eigentlich eher hinter dem Cockpit irgendwo versteckt, auf der Treppe, aber gut. So, dann gehen wir mal fix hier rein. Und das Radio packen wir ein. Her damit. Sehr schön. Ich frage mich, wo der sich das jetzt hingesteckt hat. Wobei, eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen. Ja, ansonsten gibt es ja aber auch nichts. Medizinschrank ist immer noch bloß untersuchen, dass er geschlossen ist. Gut. Dann gehe ich mal lieber nach draußen und lasse den Doc wieder reingehen. Und wieder zurück. Ach, hat nichts gebracht, okay. Sagen Sie, Kollege, haben Sie den Sinn dieses Senders nicht richtig verstanden? Tut mir wirklich leid. Ich muss versehentlich an den Knopf gekommen sein. Seien Sie das nächste Mal vorsichtiger, verdammt nochmal. Bla bla bla. Geh sterben.